Bildungschaos an der Kantonsschule Hottingen. Die Sparmaßnahmen sind durch. Die Auswirkungen auf den Lehrbetrieb massiv. Übervolle Klassenzimmer mit bis zu 40 Schülern, alle Freifächer gestrichen, Lehrer entlassen, Lehrmittel gekürzt. Der individualisierte Unterricht bleibt vollends auf der Strecke. Die Lehrer überfordert, die Schüler frustriert. Das Schlimmste finde ich, wenn es zu grosse Klasse ist, zum Beispiel wie jetzt hier, dass man eben kann einfach dem Unterricht nicht mehr richtig folgen kann. Es ist sehr laut, es geht langsamer, man kann weniger aufnehmen, der Lehrer hat weniger Zeit für die einzelne Person. Mit diesen vielen Schülern jetzt finde ich wirklich, kann man sich weniger konzentrieren, man kann auch nicht individuelle Fragen zu den Lehrern stellen, der Lehrer hat weniger Zeit für einen. Ich denke jetzt, wenn die Medien nicht da gewesen wären mit 30 Schülern, 35 Schülern, der Lernpegel wäre einiges höher und entsprechend braucht es mehr Energie, mehr Disziplin, mehr Durchsetzungsmaßnahmen. Die Betreuung des einzelnen Schülers ist nicht mehr zu gewährleisten. Also bei der Gruppenarbeit, ich konnte nicht mehr zwischen den einzelnen Bänken durch, um zu schauen, ob sie am Arbeiten sind. Moritz Schenk unterrichtet Deutsch und Geschichte. Fächer, die im Vergleich zu Biologie ohne aufwendigen Lehrmitteleinsatz auskommen. Aber auch ihn kann die Sparmaßnahme Massenklasse wenig überzeugen. Wenn jemand etwas sagen möchte bei 30, 31 Leuten in einem Publikum, in der Klasse, dann verschwindet der Einzelne völlig in dieser Masse drin. Man hört es praktisch nicht, was die Person sagen möchte. Und rein akustisch ist es wahnsinnig schwierig. Es wird auch die Schwelle, etwas zu sagen, ist viel höher angesetzt, dass man sich getraut, dann etwas zu sagen. Und die Folgen sind ganz klar. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft. Und die Leute sollen hier auch lernen, wie man korrekt miteinander interagiert. Das ist Teil unserer Kultur, wie man richtig kommuniziert. Und das geht verloren. Entwarnung an dieser Stelle. Noch ist alles nur ein Planspiel. Die Sparschule ist inszeniert. Wir haben uns überlegt, wenn wir wirklich die Sparbeträge, die jetzt im Raum stehen, müssen einsparen, wie können wir das machen? Wir reden ja von 900'000 im Schnitt pro Mittelschule. Wir sind eine kleinere Mittelschule, also würde uns das vielleicht mit 700'000-800'000 Franken betreffen, wenn wir das 1:1 wieder umsetzen. Da sind wir auf die Idee gekommen, ja, wo können wir sparen? Wir können eigentlich nur bei der Anzahl Klassen sparen und letztlich bei den Lehrerstunden, die wir durchführen. Das Worst-Case-Szenario für Schüler und Lehrer endet heute pünktlich um 12.30 Uhr. Alles nur ein Spiel? Mitnichten. Fakt ist, ab 2016 will der Kanton Zürich allein bei den Mittelschulen 18 Millionen Franken einsparen. Könnten Klassen mit 40 und mehr Schülern also schon sehr bald Realität werden? Wenn wir an unserer Schule oder auch an einer anderen Mittelschule eine Klasse effektiv auflösen und verteilen, dann bringt das einen Spareffekt von etwa 220'000 Franken. Wenn wir alle Freifächer streichen würden an unserer Schule, an der Kantonsschule Hottingen, hätte das einen Effekt von wahrscheinlich geschätzt etwa 80'000 Franken, aber nicht mehr. Und deshalb denken wir, können wir die vorgegebenen Ziele nur erreichen, wenn wir die Klassengrößen einfach optimieren im Hinblick auf dieses Ziel. Um die Auswirkungen des Sparhammers zumindest zum Teil abzufedern, bleibt den Schulen nur die Option, den Dialog mit der Zürcher Bildungsdirektion zu suchen. Es geht nicht darum, dass sich Mittelschulen komplett verweigern an Sparbemühungen. Wir gehen jetzt schon sehr haushälterisch mit den uns anvertrauten Mitteln um. Aber wir sind froh, wenn wir in diesem Dialog involviert sind. Und Frau Steiner hat in der letzten Medienmitteilung, die sie mir gehalten hat, sie angetönt, dass sie mit den Schulen das gemeinsam mitmachen. Und das ist ein Weg, den wir sehr begrüßen. Denn schließlich sollte das Thema Bildung allen Beteiligten am Herzen liegen. Dass gespart werden muss, ist klar. Wie hart die Einschnitte Mittelschulen wie die Kantonsschule Hottingen treffen werden, ist dabei noch völlig offen.